In meinem siebten Kurs geht es um private Konten. Was hat es damit auf sich? Nun, ein Unternehmer, eine Unternehmerin wird auch mal hungrig und nimmt vielleicht Geld aus der Kasse, um eine Pizza zu bestellen. Das ist eine Geldentnahme für private Ausgaben und die muss natürlich gebucht werden. Genau das lernen wir im zweiten Film. Dann kann es auch mal sein, dass ein Unternehmer irgendwelche Gegenstände aus dem Firmenbesitz entnimmt. Möglich wäre zum Beispiel, ein Buchhändler entnimmt ein Buch aus seinem Buchladen und verschenkt es privat. Das ist eine sogenannte Sachentnahme. Auch das muss korrekt gebucht werden. Den vierten Film, den unterschlage ich etwas. Die private Nutzung von Betriebsvermögen, die muss natürlich auch gebucht werden. Aber das kommt ganz selten vor in Eingangsvorlesungen und deswegen lasse ich es weg. Das wird im Grunde genommen ähnlich gebucht wie im Film 3, die Sachentnahme. Das Thema ist ein bisschen ungewohnt, deswegen mache ich im fünften Film eine kleine Übungsaufgabe, die stelle ich da vor. Und im sechsten Film gibt es die Lösung, da könnt ihr dann gleich überprüfen, ob ihr dieses Thema verstanden habt. So, ganz zum Schluss ist hier auch noch eine Fortsetzung angedeutet. Die Sache ist die, alle Buchungen, die ich in diesem Kurs bis einschließlich Film 6 vorstelle, beziehen sich auf Einpersonenunternehmen. Privatkonten gibt es aber auch bei Mehrpersonengesellschaften und auch bei GmbHs, wo es mehrere Gesellschafter geben kann. Und genau darum kümmert sich diese Fortsetzung. Da wird das Ganze so ein bisschen auseinandergepflückt. Ich hätte dafür theoretisch einen Extrakurs machen können, dann, wenn ich nämlich das Eigenkapital ein bisschen besser besprochen habe und dann auch ein bisschen auf die größeren Unternehmen eingehe. Aber inhaltlich passt es genau zu diesem Thema und deswegen hänge ich es da hinten dran. Es ist nicht unbedingt prüfungsrelevant, wenn ihr diese Fortsetzung nicht seht. In diesem Film schauen wir uns noch an, wo die Privatkonten zu finden sind und ich sage auch ein paar Takte, warum. Das Privatkonto für Einpersonenunternehmen findet ihr in Kontenklasse 1 unter der Nummer 190 Privatkonto für Einzelunternehmen. Und dabei bleiben wir vorerst. Im Grunde genommen gehört dieses Privatkonto zu den Eigenkapitalkonten. Das ist ein Unterkonto des Eigenkapitals. Wir sind gerade bei Personengesellschaften, deswegen bleiben wir hier bei 075 Eigenkapital. Warum ist das so? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in Kurs 2 haben wir ganz zum Schluss einen Gewinn festgestellt über das Gewinn- und Verlustkonto. Und haben diesen Gewinn umgebucht auf das Eigenkapital und festgestellt, der Gewinn vermehrt das Eigenkapital. Und genau von diesem Eigenkapital nimmt der Unternehmer etwas heraus für seine privaten Zwecke, weil er wird kaum ein Unternehmen aus Selbstzweck führen oder nur so zum Hobby, sondern er möchte ja davon leben. Deswegen darf er da auch ganz legal was rausnehmen. So, jetzt warum steht dieses Konto nicht beim Eigenkapital? Die Erklärung ist ganz einfach. Unser Kontenplan ist auf Grundlage des Gemeinschaftskontenrahmens erstellt worden und der sagt, in Kontenklasse 0, da gehört alles Anlagevermögen, das längerfristig im Betrieb verweilt und dieses Anlagevermögen wird durch langfristiges Fremdkapital finanziert und eben durch Eigenkapital, das längerfristig im Betrieb verweilt. Und auch bei einer Einpersonengesellschaft gibt es Kapital, das dauerhaft im Betrieb bleibt. Allerdings vom Gewinn darf der Unternehmer immer was rausnehmen. Das darf er übrigens bei Einpersonenunternehmen auch dann, wenn er keinen Gewinn macht. Er muss ja von was leben. So, und das schmälert ein bisschen das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist ja im weitesten Sinne das Kapital, das ihr selbst mitgebracht habt ins Unternehmen. Und ihr wollt es in der Regel auch dauerhaft drin lassen, aber vom Gewinn, den ihr im günstigsten Falle macht,
Da nehmt ihr immer mal wieder was heraus, um euch selber zu ernähren und eure Miete zu bezahlen und so weiter. So, und dieses Kapital, das ihr immer wieder herausnehmt, das ist nicht lange im Betrieb. Deswegen kommt es im Gemeinschaftskontenrahmen in Kontenklasse 1 ganz unten hin, weil es eben nicht lange im Betrieb bleibt und zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gehört. So, und das ist die Logik dahinter, warum das hier an anderer Stelle ist, obwohl es eigentlich zum Eigenkapital gehört. So, das ist jetzt alles, was ihr drüber wissen müsst. Und jetzt könnt ihr loslegen mit Buchen, mit mir zusammen.